Hallo, mein Name ist Max Evers. Als Business Developer der Lufthansa Industry Solutions bin ich stets auf Achse. Kundentermine, Angebotspräsentation, Messen. Und ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie oft es mir stinkt. Tankstellen, Mülleimer, Toiletten. Alles stinkt. Gerüche haben einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden. Kann man diese nicht in irgendeiner Form digitalisieren? Also eine digitale Lösung, die Gerüche misst und meldet? Da frage ich mal die Experten der Lufthansa Industry Solutions. Immer wenn es irgendwo schlecht riecht, denkt man sich, hätte man das nicht lösen können. Muss das sein? Die Idee ist, eine Lösung zu generieren, womit man das eben automatisiert vermeiden kann. Das Ganze besteht aus zwei Komponenten. Zum einen der subjektive Teil, der menschliche Teil, das ist das Riechen. Ich habe die Person die Gerüche bewerten lassen. Das bedeutet, ich habe sie einer Umfrage unterzogen und sie sollten mir auf der Toilette sagen, wie sehr es denn riecht. Und aus diesen Gerüchen habe ich dann nebenbei Sensoren laufen lassen, die verschiedene Gase gemessen und angezeigt haben. Dieser Sensor gibt für verschiedene Gase die Konzentration in Parts per Million wieder. Wir nutzen das Ganze, um dann mit den Gerüchen, die wir über unsere Umfrage aufgenommen haben, die Konzentration den Gerüchen zuzuordnen. Das ist unser Prototyp, der 6 verschiedene Sensoren enthält, die verschiedene Gase aufnehmen und eben die Konzentration messen können. Je nach Geruch schlagen diese Sensoren aus. Unterschiedlich stark, weil sie eben unterschiedliche Gase messen, aber daraus lässt sich dennoch ein Bild wiedergeben, das die Konzentration und damit auch einen Geruch darstellt. Das IoT-Team kann diese Daten erheben mittels ganz komplizierter Sensorik. Und wir im Data Analytics-Team, wir sind dazu befähigt, diese Daten auszuwerten und daraus neue Werte zu generieren. Also genau zu verstehen, was passiert denn jetzt mit diesen Geruchsdaten. Und dann können wir mit ganz fortschrittlichen Algorithmen zum Beispiel herausfinden, wie denn so ein Geruch jetzt riecht. Empfindet das ein Nutzer als angenehm oder als eher unangenehm? Für das Projekt haben wir unterschiedliche Sensoren ausgewählt, und zwar bewusst aus verschiedenen Preiskategorien. Das fängt halt an mit einfachen Bastelsensoren für 2 Euro, ging aber dann tatsächlich auch rauf bis zu richtig teuren Sensoren, die bis 250 Euro kosten. Und wir wollten die Sensoren halt untereinander vergleichen, welche sich am besten eignen für den Zweck. Man könnte dieses Szenario auch auf sicherheitsrelevante Situationen übertragen, indem zum Beispiel ein Brand vorhergesagt werden kann, indem man auf Schwelgerüche diese Sensoren auslegt und dann eben ähnlich wie ein Spürhund oder die menschliche Nase diesen Geruch wahrnimmt, bevor es überhaupt anfängt zu brennen und damit eben Sicherheitsmaßnahmen einleitet, bevor es eben zu einem großen Brand kommt. Das spart nicht nur Kosten, sondern erhöht eben auch die Sicherheit.